Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne die Goodiebox Welcome Box vorstellen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodiebox ist eine monatlich erscheinende Beautybox, die 19,95 € pro Box und pro Monat kostet. Und ihr bekommt 5 Beauty-Produkte, also mindestens, ne? Und einen Warenwert von mindestens 70 €, was richtig cool ist. Und wenn ihr die Box neu abonniert, bekommt ihr nicht die generelle Monatsbox, sondern ihr bekommt eine Welcome-Box. Ihr bezahlt dann auch nur die Hälfte des Preises, also 9,95 €, bekommt ein viel krasseren Inhalt als das, was normalerweise in der Box drin ist. Also meistens ist der Warenwert von der Welcome-Box irgendwie über 100 €. Und dann gibt es noch ein Goodie on top. Ich setze euch mal in die Infobox einen Link, darüber könnt ihr bestellen. Und da seht ihr dann auch den aktuellen Inhalt von der Welcome-Box. Das hier ist nämlich nur ein exemplarischer Inhalt. Also genau, dass ich euch einfach mal zeigen kann, was in so einer Welcome-Box drin sein könnte. Und wir haben überwiegend Pflegeprodukte drin enthalten von Marken, die wir hier so gar nicht super krass kennen. Also das sind etwas andere Marken, halt so nordische. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Vor allem Pflege haben wir hier mit am Start, aber auch das ein oder andere dekorative Kosmetikprodukt. Und was ich halt bei der Goodiebox immer schön finde, ist, dass wir dieses wirklich coole Design haben. Also ich habe mir auch hier an der Seite zum Beispiel damit ein Regal gebaut. Ich habe in meinem Lager auch damit mit einem Regal. Das ist total großartig, weil du hast immer die gleiche Größe, du hast immer dieses Schubladendesign, ne? Wirklich cool. Wir schauen uns jetzt einfach mal den Inhalt von so einer Welcome Box an. Wie gesagt, der aktuelle Inhalt befindet sich, wenn ihr auf den Link klickt, da wird es dann halt auch angezeigt und da seht ihr auch das Gratis-Produkt. Und ja, okay, wir haben einen Duft, der hier rauskommt. Der ist sehr, 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 sehr angenehm. Also es ist halt bei Pflegeprodukten, hast du oft irgendwie einen coolen Duft mit dabei. Wir haben ein Seidenpapier. Es wird weitestgehend auch auf irgendwelche übermäßig krass viel Verpackungsgeschichten verzichtet, sodass diese Box zum Beispiel auch in einem Karton daherkommt, der super dünn ist und auch direkt um die Box drumherum passt, ne? Auf unser geliebtes Seidenpapier müssen wir aber nicht verzichten. Und hier sind so viele Produkte drin. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das eine oder andere wird mir wahrscheinlich bekannt vorkommen, weil das halt auch so ja, Favoritenprodukte sind. Oder Bestseller-Produkte wird dann ja auch gesagt, ne? Okay, schauen wir mal. Das erste, was ich hier rausziehe, ist von Elemis, der Wahnsinn. Dynamic Resurfacing Wash. Das ist ein Cleanser mit 30 Millilitern. Das ist ja mal richtig cool. Und ja, ein Gesichtsreinigungsprodukt kann man immer sehr gut gebrauchen. Ich persönlich mache Double Cleansing, also erst, dass ich quasi mit einem ölhaltigen Produkt mein Make-up aufbreche, dann emulgiere ich das mit Wasser auf und nehme das mit so einem Cleanser einfach runter. Und das ist super gut für meine Haut und ich merke einfach, dass sie dadurch auch viel gepflegter ist und reiner ist, genau. Als nächstes habe ich ein Produkt zum Tannen mit dabei von James Reed Gradual Tan Sleep Mask Face mit Retinol. 25 Milliliter sind hier drin. Das ist ein sehr, sehr hochpreisiges Produkt. Retinol würde ich euch persönlich empfehlen, eher von Oktober bis Ostern zu verwenden. Also wenn die Sonneneinstrahlung, die UV-Strahlung nicht ganz so richtig, richtig krass hoch ist. Und oder am nächsten Morgen definitiv Dickfett-Lichtschutzfaktor verwenden, weil Retinol ist so eine leicht peelende Geschichte. Das heißt, du hast hier sowohl einen Tanner mit dabei, also was deine Haut quasi eine gewisse Bräune über Nacht verleihen möchte. Und gleichzeitig hast du hier auch ein Produkt, was Retinol enthält, also den krassen Anti-Aging-Wirkstoff. Das ist richtig heftig. Und ja, also im Prinzip ist es, würde ich verwenden, tatsächlich wie eine Creme. Also ich würde meine Gesichtspflege normal auftragen, also quasi Toner, Augencreme, Serum und dann das Produkt on top. Also so wäre so meine Routine. Schreibt mir mal gerne, falls ihr das mal verwendet habt und wie ihr das so fandet, in die Kommentare. Denn ich weiß, dass das auch schon mal mit dabei war. Vielleicht hat die ein oder andere von euch das auch schon verwendet. Dann, hier sind echt gut viele Produkte drin, habe ich hier das Produkt, wo der Duft herkommt. Genau, das ist von Style Dry Pineapple and Coconut Prep and Prime Polishing Primer. Also das ist mit Ananas und Kokosnuss ein Primer, sehr wahrscheinlich für die Haare, bevor man sie stylt, war. With Horsetail Plant Extract, was auch immer Horsetail Plant Extract ist, steige ich nicht so ganz, also weiß ich nicht, Pferdeschwanzpflanzenextrakt, kenne ich nicht. 100 Milliliter sind hier drin und das ist One of a Kind, bla bla bla. How to use. Apply to wet or dry hair. Place a small amount into the palm of your hands and then rub hands together. Gently work into your hand and scalp. Ach so, du machst das in deine Haare und sogar auf die Kopfhaut. Okay.
Und extra viel machst du dir dann auf die, an die Spitzen drauf. Okay, ja, also ich denke eher, dass das wie so ein Haarpflegeprodukt generell ist, ne? Also, dass man das halt nach der Haarwäsche als Leave-In-Halt verwenden kann. Muss ja nicht unbedingt ein Primer sein, dass du quasi danach irgendwelche Haarpflege oder so verwendest, weil ich mache keine Haarpflege in dem Sinne. Also, ich habe halt, ich wasche meine Haare, läuft. Ich föhne sie ab und an mal, aber an und für sich mache ich da nicht viel mit. Aber ich denke, dass ich das auch verwenden könnte. Das riecht halt so unheimlich gut. Das kann ich mir halt gut vorstellen, dass ich das trotzdem irgendwie noch versuche anzuwenden. Trombork ist eine sackteure Marke und die haben wir tatsächlich auch ein Lippenpflegeprodukt drin. Ja, da weiß ich, dass wir das auch schon mal tatsächlich mit drin hatten. 15 Milliliter ist eine richtig große Größe. Das ist ein bisschen unpraktisch in der Applikation, muss ich gestehen, weil du hast hier eine Tube, ne? Also das musst du halt so aus der Tube rausnehmen und dann auf die Lippen auftragen. Aber vielleicht so abends im Bett könnte das eine gute Sache werden, denn abends verwende ich auch, also wenn ich ins Bett gehe, ne, am Bett habe ich auch Lippenpflege stehen und gebe mir die dann halt so als Nachtmaske drauf. Also da kann ich mir das auch ganz gut vorstellen. Wow, das sind schon 4 Produkte und hier habe ich noch 3 drin. Krasses Pferd. Able Skincare wird hier rausgehauen. Squalane Antioxidizing Daylight Moisturizer, 50 Milliliter. Das ist super, super hochpreisig. Ja, richtig krass. Und Squalane ist irgendwie auch dafür da, um die Feuchtigkeit in der Haut besser zu binden oder sowas. Also ganz, ganz spektakulär. Einfach morgens auf das Gesicht nach dem Serum drauf machen. Genau, und dann hast du da ein feuchtigkeitsgespendetes Gesicht. Danach auf jeden Fall Lichtschutzfaktor verwenden, aber ja, nicht schlechter Specht. Richtig cool. Wird natürlich den Preis hochtreiben. Und die Frage, die ich mir immer stelle, wer kauft sich zu dem vollen Preis die Produkte? Keine Ahnung. Wenn man aber für 9,95 € halt so eine Box bekommt, eine Welcome-Box, wo du halt so krasse Produkte drin hast und der, also die Produkte, die drin sind, sind immer krass, ne? Ich beschwere mich da echt nicht. Dann habe ich von MCO Beauty etwas hier mit am Start. Clear Brow Gel. Das müsste ich aber noch da haben. Das ist einfach ein Augenbrauen-Gel. Und hier finde ich einfach toll, dass wir ein bisschen dekorative Kosmetik mit dabei haben. Gleichzeitig ein Produkt, was man halt auch im Alltag verwenden kann, wenn man sich nicht groß schminkt oder so, ne? Und auch ein Produkt, was jeder verwenden kann. Also jeder, der Augenbrauen hat in dem Sinne. Und deswegen macht das für mich tatsächlich definitiv Sinn, dass das hier in so einer Welcome-Box oder generellen Beautybox drin enthalten ist. Und das letzte, was hier drin ist, da muss ich immer schmunzeln, das ist von Frank Body. Guess what? You'll be naked in a minute. Das ist so ein Körperpeeling. Original Coffee Scrub mit ja, Kaffee ist es, ne? Das ist ein loses Peeling, 20 Gramm sind hier drin. Und ich fühle mich da manchmal einfach so, als hätte ich mir, es hört sich blöd an, aber als hätte ich mir quasi unseren Biomüll auf den Körper gemacht, weil wir halt auch so einen Kaffee-Vollautomaten haben. Und dann haben wir halt natürlich auch immer den Kaffeeprott. Entweder nehme ich den halt für unter unserer Hecke, ne? Das ist ein super Dünger, oder er landet dann doch irgendwann mal im Biomüll. Und deswegen habe ich halt immer so viel von drin und das ist super witzig. Aber cool, ja, hast du für, ich würde mal sagen, 2 Anwendungen hier was mit am Start und ist auf jeden Fall ein gutes Peeling. Habe ich auch schon mal ausprobiert. Das ist halt nicht so super grob, ne? Dass du halt irgendwie super schrubbelig unterwegs bist, aber es ist trotzdem auch mit pflegenden Inhaltsstoffen mit dabei und ja. Definitiv ist das ein tolles Produkt. Und hier haben wir einfach eine schöne Pflege von Kopf bis Fuß. Ein bisschen dekorative Kosmetik mit dabei. Und so hat sich die Goodiebox halt schon mal ein schönes Willkommensgeschenk, in Anführungsstrichen, was man dann ja selber bezahlt, aber trotzdem für die Neukunden überlegt, was ich sehr, sehr schön finde. Und ja, wie gesagt, jedes Mal ist die Welcome-Box halt echt toll gefüllt. Man hat schöne Produkte mit drin, die halt wirklich sehr hochpreisig und hochwertig sind, ne? Also schaut gerne mal in der Infobox vorbei. Da habe ich euch den Link reingesetzt. Falls ihr Bock auf die Box habt, könnt ihr gerne darüber bestellen und euch dann halt das extra Goodie sichern. Und ja, das wäre es hier von mir gewesen. Vielen Dank an Goodiebox für die Zusendung von dieser wundervollen Box. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.